Tag 2. Nein. Tag 2. Tag 2 beginnt erst in der Kantine. So, wie hast du geschlafen in deiner ersten Nacht auf der Villa in Hawaii? Richtig gut, war ein bisschen kalt. Im Million-Dollar-Smile-Style? Hier ist das Lied. Ja, so heißt es dich nochmal und dann kommst du nochmal neu. Nicht, dass du nochmal auf dem Weg zum Satzende stolperst. Ja, wir sind da gerade auf dem Weg zum Frühstück. Das ist etwa wenig schon. Nee. Fieses Beintraining. Ja. Ich hoffe, Kollege sieht das nicht. So, wir waren jetzt frühstücken. Morgentoilette ist geklärt. Angezogen sind wir für 15 Grad. Ist auf jeden Fall kälter als in Deutschland. Aber damit können wir leben. Oder, Bro? Ja, aber Technik stimmt noch nicht. Da muss ich ein bisschen ackern. Also, wir stellen jetzt um auf GoPro. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Bis später. In die Radfahrtruppe Sonnenschein. Vorne der Capitano klebt in zweiter Position, da sind wir dran. Muss man natürlich von hinten noch eine Aufnahme machen, weil ich auch gerade rede. Thanks for all the time we killed the cigarettes and scarlet pills. Showing brave new world, thank you for everything. Those days came and went, now we're so far from where we've been, but in my head we're dancing in the dark again. But I can say we're dancing in the dark again. Freunde des gepflegten Radsports. Die ersten, was waren das jetzt, 103 Kilometer haben wir geschafft. Die Sonne ist jetzt auch rausgekommen. Zwischendurch habe ich gedacht, ich muss erfrieren. Ja, ich wieso nicht, aber naja, war ganz okay. Ich glaube, knappe 4 Stunden. So. Bin ja nie mit meinem Bro losgefahren, aber wo der ist, weiß ich nicht. Der war zwischendurch weg gewesen. Naja, jetzt legen wir noch ein bisschen hin. Schau ich mal. Hier ist übrigens, könnt ihr mal gucken. Das schöne Spielparadies hier. Das ist für uns. Da werde ich nachher erstmal tief runterrutschen. Das ist mächtig gefährlich. Naja. Ja, Alter. Hey, Bro. Was ist mit dir? Das Radtrainingslager. Wo nicht in der Sonne liegen und Toastbrot fressen. Hast du da für die View gemacht? Oh. Ja. Ja, super. Zigaretten hast du auch? Also, welcher? Mahlzeit war. Norman, der Pansen, ist der Meinung, er muss jetzt noch ins Gym. Die 103 Kilometer heute haben ihm nicht ausgereicht, er muss noch ein bisschen die Brust trainieren. Dazu hat er natürlich auch die besten Möglichkeiten, jeder, der sich in so einem richtig ausgereiften Fitnessstudio auskennt. Wie es da gehört allerlei dazu, hier auf Mallorca sind es ein paar Stepper, ein paar Spinningräder, ein Latzug und Hanteln bis 40 Kilo im Kurzhantelbereich. Ich denke mal noch, wird an seine Grenzen stoßen. Ja, nichtsdestotrotz, kurze Zusammenfassung vom Tag. 103 Kilometer sind es geworden. San Salvador ist leider für uns ausgefallen. Der einzige richtige Anstieg
heute dort fand eine Triathlon-Veranstaltung statt. Ja, in welche Richtung es morgen geht, wissen wir noch gar nicht. Werde ich mich heute Abend mal mit der Karte beschäftigen. Als Beauftragter, Capitano und Tourenplaner. Ja, dann schauen wir mal, wohin es uns morgen verschlägt. Not better, but don't blame the rain on the weather.